Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Motorsportfans, herzlich willkommen zurück hier bei Nick Frei Zockt Motorsport Manager. Wir stehen kurz vorm Rennen von Yokohama und wir haben noch einiges zu tun bis dahin. Gucken gerade nochmal alles durch hier, hart erkämpfter Sieg für Kanjiro, wunderbar. So, hier müssen wir einen Tag weiter blättern, dass wir wieder reinkommen in die Fahrzeugentwicklung. Und ja. Was soll ich sagen? Das beste Teil, was wir derzeit haben, ist halt die Aufhängung. Ich hätte die anderen Sachen auch ganz gerne noch mal ein bisschen besser, aber es ist schwierig. Vor allem die Bremsen machen mir große Sorgen. Weil Bremsen, die wir bauen, die werden nicht besonders gut sein. Vermutlich. So, wir haben hier 20 Tage. Dann, also 20 Tage vom Rennen ist der Stoßdämpfer fertig. Ich bin jetzt am Überlegen, ob wir erst dieses Auto komplett hochzüchten sollen, was dann im Prinzip das hier wäre. Warum springt das um? So, dann sind wir 10 Tage vom Rennen fertig, das wäre natürlich super. Oder ob wir sagen sollen, wir machen erst das Auto hier haltbar, wobei das Blödsinn wäre, weil wenn wir hier neue Teile entwickeln, dann wandern die ja rüber zu Ki. Und ich habe durchaus vor, noch das ein oder andere Teil hier eventuell zu entwickeln. Sofern das eben möglich ist, ne? Na, ich glaube, wir machen erstmal das hier. Wenn wir das hier alles hoch haben, spätestens wenn wir neue Bremsen bauen, kriegt dann wenigstens Ki super Bremsen von der Haltbarkeit her. Kann also auf keinen Fall schaden. Was wir allerdings machen könnten, in 3 Tagen ist die neue Aufhängung fertig. Puh. Ja, machen wir. Machen wir. Machen wir. Machen wir. Wir machen erstmal nur diesen Stoßdämpfer. Oder diese Aufhängung, bis die durch ist. Weil, oh Wunder, das ist zum gleichen Zeit fertig. Noch nicht ganz. Jetzt. So, dann gehen wir hin und bauen hier die neue Aufhängung ein. Die punktemäßig, was denn hier passiert? Achso, ja, die punktemäßig ein bisschen schlechter ist. Aber die wir bis 350 hochentwickeln können. So, dann gerade mal gucken. Das hier raus, das hier rein und das hier alles rein. Und also es wird relativ gut entwickelt werden, bis wir soweit sind, dass wir hier auf die Rennstrecke gehen. Wir haben hier super Stoßdämpfer, die übrigens nicht mehr leistungsentwickelt werden. Und die anderen Teile, die sind ein bisschen anfällig, aber wir müssen jetzt nochmal gucken, dass wir hier bessere Teile produzieren, die wir produzieren können. Und das, die Bremsen sind einfach nur schlecht. Die sind wirklich einfach nur schlecht. Ich weiß ehrlich nicht, was ich hier auswählen soll, dass ich Bremsen kriege, die ein bisschen was taugen. Gut, wir könnten uns für die nächste Saison hier immer noch gute Bremsen zusammenstecken mit 1, 2, 3 Sachen. Das ist richtig viel Bremsverbesserung. Also ich sag mal, ganz verloren ist es nicht für die nächste Saison, aber für die Saison grottenschlecht. Ja, wir entwickeln mal irgendwelche Bremsen. Besser, wir haben mal welche. So, ansonsten sind wir hier eigentlich, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, schon auf einem Level, wo wir jedes Teil hochentwickeln können, aufs Maximum. Und damit nahezu die besten Teile haben, die wir haben könnten. Müssen dann aber alles nochmal durchgucken. Wir sind ja nicht mal in der Saison Halbzeit. Also wir kommen jetzt erst in die Saison Halbzeit. Ja, wir sind jetzt bei Rennen 6 von 11 Rennen. Und das heißt, das ist wirklich die Saisonhälfte. Und wir haben unsere Autos eigentlich fertig und können uns jetzt darauf spezialisieren, ein Auto zu bauen für die nächste Saison und das komplett hochzuentwickeln. Dass wir dann ein gutes Auto haben in der nächsten Saison.
So, hier haben wir geldmäßig derzeit nichts auszubauen. Und hier dürfen wir nicht vergessen, den Sponsor auszuwählen. Ich bin mal gespannt, was das gibt. So, dann kriegen wir hier schon die neuen Bremsen. Dilemma. Meisterschaftsplatzierung. Können Sie mir versprechen, dass ich in dieser Saison 13. werde, sagt Key. Wo steht sie denn jetzt? 15. Ja, eigentlich müsste ich sagen, ja. Können wir schaffen. Aber es ist riskant. Aber ich gehe eine riskante Saison. Wir sagen ja. Dilemma gelöst. Wir verlieren keine Moral. Alles gut. So, wo sind wir zu Hause? Hier sind wir zu Hause. So, da haben wir irgendwas neu gescoutet. Dann sind die Bremsen abgeschlossen. Dann gehen wir direkt hier rein und bauen nochmal neue Bremsen. Ich weiß echt nicht, was ich hier noch machen soll. Ich weiß es nicht. Jetzt mal ganz im Ernst. Es ist einfach nur grottig. Es ist... Ich weiß nicht, wie ich in dieser Saison noch bessere Bremsen hinkriegen soll. Ich habe keinen blassen Dunst. Ist aber egal. Juckt uns nicht bis überhaupt nicht. So, wo haben wir denn unsere Teilezuordnung? Bremsen. So, die Bremsen sind natürlich jetzt besser. Wir sind bei 50%. Wir haben noch 13 Tage Zeit. Ich würde sagen, wir stellen um. Bremsen raus, Bremsen raus. Bremsen rein. Die beiden Dinger können wir mal rausschmeißen. Das, was irgendwie hinkriegen, die hier noch relativ weit hochzukriegen, bevor wir das Rennen fahren. Und sie hat jetzt schon zwei Teile, die, ja, ich sag mal, deutlich besser sind wie das, was sie vorher hatte. Und brauche ich nur noch Motor und Getriebe haltbar machen. Was auch nicht so einfach ist, sag ich mal. Packen wir die mal dazu. Nö, machen wir nicht. So, wir werden schon irgendwie schaffen. Also wenigstens auf 70. So, wir packen sie doch dazu. So, wenn die Dinger auf 70 sind, schmeißen wir sie raus. Bis dahin machen wir einfach weiter. Wundert euch nicht, dass ich heute ein bisschen Gas gebe und die Folgen eventuell wieder kurz werden. Ich habe ein bisschen Zeitdruck heute. Aber ich wollte das hinter mich bringen, die Aufnahme. Ich will sie nicht ausfallen lassen. Ich habe jetzt gerade mal zwei Tage wieder Videos gemacht, will ich nicht schon wieder was ausfallen lassen. Das wäre, naja, sehr inkonsequent, sag ich mal. So, 247, das passt. So, neue Bremsen haben wir auch. Das hier ist auf 72, werfen wir raus, das hier kommt gut. Ja, eigentlich müssten wir jetzt neue Bremsen einbauen, ne? Rein von der Theorie müsste ich jetzt diese Bremsen einbauen. Müsste die noch versuchen hochzuentwickeln. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Ich glaube, die müssen warten. Es ist so beknackt. Wir haben jetzt 3 Slots. Ich brauche mindestens 1, 2, 3, 4 Slots. Ich muss die bauen, um die Slots freizuschalten. Also können wir so mitnehmen.
Das kostet richtig Geld, weil die sind schnell entwickelt, die Bremsen. Sind 1,2 Millionen Miesen. Hardcore. So, also, wie gesagt, ich will über 70 kommen. Hier fehlen noch 3 Punkte, dass wir über 70 drüber sind. Schaffen wir bestimmt in den 7 Tagen. So, da sind wir drüber. Können wir es rauswerfen? Jetzt können die sich noch hier um die neuen Teile kümmern. Von Santa Anna. Jetzt bin ich am Überlegen. Wir sind ja schon bei 60. Haben noch 4 Tage. Ja, wir ziehen durch. Wir ziehen es durch. So, was ist hier? Irgendeiner will Abschied nehmen, ist uns egal. Da sind die neuen Bremsen fertig. Wir haben wieder irgendwas gescoutet, was mich auch nicht interessiert. Neue Bremsanlage ist fertig. Und, jetzt haben wir 4 Slots. Jetzt können wir rein theoretisch, das hier bringen. Und das dann zur Bremsanlage für die nächste Saison. 376, gar nicht mal so schlecht. Könnte ich das noch verbessern? 386. Das wäre die letzte Bremse, die wir bauen. Ja. Puh. Komm. Wir jubeln es durch, was soll's. Das Ding mal in Auftrag. Diese Bremse, wenn wir die jetzt einsetzen würden, hätten wir eine extrem schlechte Bremse von der Haltbarkeit her. Damit will ich nicht ins Rennen gehen. Wir ziehen das jetzt durch. Ja, die letzten Tage hier, dass wir hier noch auf die 70 kommen und dann kümmern wir uns nach dem Rennen um neue Dinge. Oder um die restlichen Einstellungen. Dann haut das schon hin. Ja, hier, wie gesagt, wir haben hier ein neues Teil. Klick hier mal überall drauf, dann geht meistens die Meldung weg. Da habe ich auch irgendwann mal die Frage gekriegt, wie kriege ich denn die Meldung weg, indem ich hier einfach die Knöpfe drücke, wo immer die Meldung dran ist. Dann kriege ich die Meldung irgendwann irgendwie wieder weg. So, nach 8 Tagen sind die letzten Bremsen fertig und dann können wir uns nochmal um die anderen Teile kümmern. Und wohlgemerkt, wir sind immer noch nicht das Rennen in der Mittensaison gefahren. Haben wir noch nicht gemacht. So, wir haben hier 74 und 72, das hört sich gut an. Können wir im Prinzip nach dem Rennen direkt komplett weiterentwickeln. Und ja, ich kann es noch nicht einbauen, aber ich könnte es hier schon tauschen. So. Das sollen die Teile geben, die dann in dieses Auto kommen. Ich meine, wir haben eine 350er Aufhängung und kriegen 384er Bremsen. Also so schlecht ist es gar nicht mal. Kann sie nur nicht in dieser Saison benutzen. Das ist der Punkt, ja. Aber in der nächsten Saison habe ich sie. Das ist hier ein bisschen crazy gemacht, so mit den Teileentwicklungen und so weiter. Das ist nicht so jedermanns Sache. Gut, nichtsdestotrotz, wir haben das nächste Rennen vor der Brust und wir sehen uns da gleich wieder zum nächsten Training. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß hier auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis gleich. Bye, bye.